Bis zuletzt hatten die Veranstalter der Zwickauer Schlossweihnacht darauf gehofft, dass nach der Absage im letzten Jahr diesmal die familienfreundliche Schlossweihnacht durchgeführt werden kann. Leider hat die Pandemie auch in diesem Jahr den Veranstaltern der Weihnachtsmärkte einen Strich durch die Rechnung gemacht. Um den Menschen, vor allem denjenigen, die sich nicht auf der Sonnenseite des Lebens befinden, trotzdem ein Stück weit weihnachtliche Stimmung zu vermitteln, wurde ein Projekt auf den Weg gebracht, welches schon einmal bestens funktioniert hat. Die Rede ist vom Weihnachtsexpress. Bereits im letzten Jahr waren wir mit vor Ort, als die weihnachtlich geschmückte mobile Bühne in Senioren- und Kinderheimen oder an der Kinderstation des Heinrich-Braun-Klinikums den Menschen ein paar weihnachtliche Glücksmomente beschert hat. Mit dabei waren Künstler, die eigentlich auf der Bühne der Schlossweihnacht gestanden hätten. Um der aktuellen Corona-Situation Rechnung zu tragen, hat Veranstalter Kraus Event kurzerhand den Weihnachtsexpress wieder startklar gemacht. Am gestrigen Vormittag machte das weihnachtliche Gefährt dann Halt an der ersten Station der Tour. Das war die Lukas-Werkstatt an der Keinsdorfer Straße in Zwickau-Planitz. Nach der abgesagten Schlossweihnacht habt ihr es kommuniziert, der Weihnachtsexpress geht wieder auf Tour. Und heute haben wir uns hier verabredet zur ersten Station. Genau, so ist es. Wir hatten es ja versprochen, ihr seid wieder mit dabei. Heute am 6. Dezember, Nikolaustag, da steht er, Weihnachtsexpress. Ja, frisch geputzt, hübsch gemacht und sind heute in der Lukas-Werkstatt und werden hier mit Rockambulanz einen tollen Vormittag verbringen. Wie geht's dann weiter? Heute Nachmittag sind wir dann noch in der Sonnenleite im Kinderheim und genauso nochmal Gerd Fröbehaus auch im Kinderheim, um heute nochmal dieses Thema Nikolaus schön auszubauen und die Kinder zu beschenken mit Weihnachtsmann, mit Olaf. Und der Plan ist bis zum 23. Es wird aktuell der 21. der letzte Tag sein im Schloss Osterstein, die letzte Veranstaltung um 16 Uhr, Schloss Osterstein. Und dann ja, schauen wir mal. Dazwischen haben wir eigentlich alle Termine schon belegt. Ne? Also es sind sehr, sehr viele neue Einrichtungen dabei, aber auch sehr, sehr viel vom letzten Jahr, die einfach gesagt haben, oh, die Bewohner reden heute noch davon, dass der Weihnachtsexpress da war. Und so werden wir das auch wieder gestalten. Eine sehr emotionale Sache im letzten Jahr. Ich erinnere mich, war ja das im HBK bei den Kindern. Wird das dieses Jahr auch wieder stattfinden? Ja, am 21. Dezember sind wir wieder auf der anderen Kinderstation im HBK und werden dort wieder einen schönen Vormittag verbringen. Mittlerweile hatten sich die in der Lukas-Werkstatt tätigen Menschen im Außenbereich der Einrichtung versammelt und waren ganz gespannt darauf, was da gleich starten sollte. Max, wir erinnern uns, es war im Sommer, es war warm, es war ein Längenfeld auf einer Freilichtbühne und da ging richtig die Post ab. Ja. Eine super Sache damals im Sommer und jetzt hier wieder mit dem Weihnachtsexpress und es ist euch eine Herzensangelegenheit. Auf jeden Fall. Also wir hätten liebend gerne bei der Schlossweihnacht gespielt, aber es ist natürlich abgesagt worden, leider sehr spontan, auch für uns. Wir haben uns vorbereitet und sind aber froh, mit Kraus Event wieder so ein schönes, solidarisches Projekt zu veranstalten und Leute glücklich zu machen. Genau. Wie ist es euch in der Zwischenzeit ergangen? Ja gut, wir haben viel, viel mit der Band spielen können dieses Jahr. Also insgesamt mit unseren anderen Jungs hat es echt Spaß gemacht. Und ja, jetzt wieder im kleineren Rahmen zu zweit, aber es ist trotzdem schön, dass wir das umsetzen können, trotz dieser ganzen Situation. Genau. Wir werden von dir heute von euch Weihnachtslieder hören. Nur Weihnachtslieder, komplett. Haben wir komplett neu einstudiert und geprobt die letzten Wochen. Und wir freuen uns riesig, auch die vielen Leute, die schon da sind. Das bereitet mir jetzt schon eine große Freude. Genau, ja. Dann freuen wir uns auf euren Auftritt. Wir auch, Dankeschön. Lass, komm, wir rufen mal zusammen. Olaf und der Weihnachtsmann. Olaf und der Weihnachtsmann. Olaf und der Weihnachtsmann. Dann waren es wahre Gänsehautmomente, als das kurzweilige Weihnachtsprogramm über die Bühne des Weihnachtsexpresses ging. Jede Menge Begeisterung unter den Anwesenden gab es, als der Weihnachtsmann gemeinsam mit Olaf dem Schneemann aus dem Film Die Eiskönigin die Menschen zum Tanzen animierten. Licht mit hellem Schein, überall soll Freude sein. Seitens der Mitarbeiter der Lukas-Werkstatt war man angetan von der weihnachtlichen Aktion.
Ja, sehr schön. Es haben sich alle sehr, sehr darauf gefreut, dass das so kurzfristig geklappt hat. Lukas Werkstatt, was müssen sich unsere Zuschauer, die es nicht wissen, darunter vorstellen? Wir sind eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, die bei uns Arbeit finden, Wiedereingliederung. Und aber wir haben auch noch einen Förder- und Betreuungsbereich, also verschiedene Arbeitsbereiche und verschiedene Betreuungsbereiche. Und ja, wir versuchen den Alltag auch für Menschen mit Einschränkungen zu bieten. Und ja. Wie lief das denn jetzt in Corona-Zeiten? Also in der ersten Corona-Welle wurden wir ja von der Bundesregierung geschlossen. Also es durften quasi keine Beschäftigten hierher kommen. Und jetzt hatten wir aber über die letzte Zeit sehr viel Glück. Also dass alle unsere Beschäftigten, wenn sie das wollten, zu uns in die Werkstatt kommen durften. Und das wurde sehr dankbar von unseren Beschäftigten angenommen. Ja, gerade für behinderte Menschen auch ganz wichtig, soziale Kontakte zu pflegen. Ja, unbedingt. Darum war es uns wichtig, und dass wir möglichst relativ lange öffnen konnten. Und das gab auch immer wieder das Feedback von den Beschäftigten. Sie möchten gern wieder zurückkommen, möchten gern wieder arbeiten und den normalen Alltag erleben. Dann wünschen wir Ihnen und uns eine bessere Zeit, dass Corona bald vorbei ist, und Ihnen eine gesegnete Weihnacht. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Ihnen auch. Dann verweilten auch wir noch eine Zeit lang und lauschten den weihnachtlichen Klängen. Dann bleibt zu hoffen, dass der Weihnachtsexpress auch in den nächsten Tagen noch vielen Menschen Glücksmomente und ein Stück weit weihnachtliche Stimmung vermittelt. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter, öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Mädchen, hört und Bübchen, macht mir auf das Stübchen, bringt euch milde Gaben, sollt euch dran erhaben. Oh, Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Heller blühen die Kerzen, öffnet mir die Herzen. Fröhlich, frommes Kind, wie selig. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling.